Hallo und willkommen zurück zum Politik-Tycoon. Und die Abstimmung ist fertig und es gibt wirklich einen klaren Sieger. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Es gibt einen klaren Sieger und der klare Sieger ist die anarchistische Pogo-Partei. Bestand. Interessant. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass dieses Video, wie man gerade sieht, nicht zur anarchistischen Pogo-Partei Deutschland. Das sollte in 3 Tagen, habe ich mir gedacht, startet das Let's Play. Doch jetzt kommt erstmal das Let's Play. Ich persönlich mehr Lust drauf habe, nämlich die Österreich-Grünen, die Platz 2 belegt haben mit 3 Stimmen. APPD hatte 5 Stimmen. Und ja, sie starten jetzt mit den Österreich-Grünen, der grünen Alternative. Ach, schade. Sind wir mal nicht so. Ah ja, hier ist ja wieder das Doppelt. Wollte ich rot machen, glaube ich. Rot? Nee. Jetzt weiß ich schon nie mehr. Ach komm, ich mache jetzt. Pilze, schwarz, Piraten. Ach komm. Jetzt bin ich verwirrt, wie ich das immer gemacht habe. Gilt ja doch. Und jetzt gilt eben. Scheißegal, wie ich das vor habe. Die gilt wird jetzt grün. Ich mach mich mal auf, bitte nicht stören. Dankeschön. So, und jetzt können wir auch mal nach 2 Minuten mit dem Let's Play anfangen. So. 40 Wochen sind schon niederösterreichische Landesparlamentswahlen. Dementsprechend Werbung müssen wir schalten. Wir haben ja viele Mitglieder. Dann werden wir richtig Einnahmen machen. Sind wir momentan in Niederösterreich vertreten? Ja, aber ziemlich klein. Ich höre auf. Ich höre auf. Auf. Nö, nö, ich bin kein Österreicher und ich kann auch kein Österreichisch reden. Ich weiß, dass es kein ein Österreichisch gibt, ich sag's jetzt trotzdem. Ihr Österreicher dürft mich ja gerne umbringen, das ist mir egal. Also nicht, dass sie mich umbringt, aber meinen Ruf zerstört oder so. Das dürft ihr gerne machen. Bitte diesmal Steuer. Aber da ich eh keinen fahrenden Ruf habe, ist mir das relativ gleich. 4,53%, wie sieht es mit der Würde aus? 4%, ja, dann sind wir auf jeden Fall ein. Ist jetzt nur noch die Frage, wie stark. Oh nein, das war keine Game of Thrones-Anspielung, das schaue ich nämlich nicht. Niederösterreich. Reich. Reich, 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 Reich. Genau, Landtagswahl Niederösterreich. Wir haben natürlich das Ziel, in den nächsten Nationalrat erneut einzuziehen. Wir waren ja beim letzten Mal leider nicht drin, aber beim nächsten Mal sollten es. Sollten wir es dann wieder schaffen, würde ich mal sagen. Schaffe, schaffe, Häuslebauer. Wie der Schwab sagt. Ich hör mal auf. Ach komm, machen wir das doch alles parallel zueinander. Warum nicht? Hier kann man es ja machen. Wie sieht es in Tirol aus? Oh, sieht schon ein bisschen besser aus. Gut, aber ein bisschen besser. Wir verhandeln natürlich alles und gucken, ob was rauskommt. Tatsächlich, wir sind recht in Niederösterreich in einer blau, na hier, schwarz-grüne Koalition. Blau-grün verbinde ich eher mit FPÖ. In Österreich natürlich. Deutschland noch mal eine ganz andere Partei. Sechs von der Bahn. Den nehmen wir. Leider von der Bahn ab. Aus der Bahn aussteigen, aber ja, von der Bahn ist perfekt vom Namen her unter anderem. Haben wir auf 11.000 oder sparen wir uns 400 pro Monat.
Vielleicht werden wir stärker als die Dinghauser-Typen und werden vier stärkste Kraft. Das wäre natürlich besonders erfreulich. Irgendwie ist unsere finanzielle Lage kritisch. Kann man nicht anders bezeichnen als kritisch. Ich als diese Fritz. Vielleicht bei Fritzes spionieren sollen, aber ja trotzdem gar nicht mal so. 40 Ernten. So kann man schon mal machen und ein paar Karten. Später, wenn wir überhaupt irgendwann das Geld dazu haben. Ich fast sagen muss, wahrscheinlich nicht, leider. ÖVP, SPÖ, Friedel, Altbauer in Tirol. Ja, Anton. Fang sowas jetzt gar nicht an. Herr Wobbel guckst. So schön. Schön für den Herrn Wobbel, soll er halt Spaß haben, ist mir doch scheißegal. Wenn der Herr Wobbel Spaß haben möchte, dann soll er Spaß haben. Liegt nicht an mir, über den Herrn Wobbel zu richten. Deswegen, das ist denn mein beliebtester Politiker? Ja, wunderbar. Ja, dann nehmen wir mal den Sandeep Wolf. Zweitbeliebteste. Den Herrn von der Bahn haben wir ja gerade schon mal eingesetzt. Dann kann man da einsetzen. Haftstrafe soll erhöht werden. Typisch ÖVP. Ja, die ÖVP bringt es ein, stimmt aber selbst dagegen. Das finde ich natürlich sehr konsequent. Bayou-Wahr. Bayou-Wahr heißt das nicht Bayer? Ein Typ aus Bayern heißt doch Bayou-Wahr. Warum nennen die sich so? Wer nennt der sich so? Der Herr von der Bahn verlässt die Partei. Also nicht die Partei, die gibt es ja in Österreich auch, aber die Partei, in der ich hier gerade spiele. Dann kommt mal der Herr Holzhaus in Salzburg. Genau. Ja, wir machen sogar jetzt inzwischen ein bisschen Geld hier. Ja gut. Ernten kommen wir knapp über 5%. Gibt es hier eine 5% oder? Ja, eine 5%. Oder? Dann natürlich erfreut, dann waren wir wahrscheinlich beim letzten Mal in Kärnten. Ach doch, waren wir drin, aber ziemlich schwach. Nicht ganz knapp über der Hürde, vielleicht schaffen wir jetzt mal 3 oder 4 Sitze. Da freuen sich schon meine Mitglieder. VPÖ ist jetzt nicht so gut dabei gewesen. Hier sind noch zwei. Kommunistischen Parteien Österreichs, die KPÖ, die KPÖ. Sind. Ich habe Pietrin Vorarlberg. Ja. Gehen wir mal ins Minus, ne? Hat nicht. Braucht auf jeden Fall Nationalratswahlen. Weil dafür hätte ich keine Werbungskosten, aber da kriegt man schön Geld. Da kriegt man schön Geld. Aber ich könnte keine Werbung machen. Dafür ich kein Geld haben. Der Nationalrat, der bald kommen, glaube ich. Salzburg ziehen will. Auch rein. Ja, im stärksten Vordergrund. Drei Sitze, da bin ich jetzt mal gespannt. Wir mal 4 machen, oder? Schade. Aber die Neos verbessern sich auf 6 Sitze von 3. Auch in Ordnung. Vorarlberg. Vorhin, ja, läuft noch. Läuft ja alles wie geschmiert. Es läuft wie geschnitten Brot. Wie man so alles sagt. Läuft doch exzellent. Das ist super von Vorteil. Das ist, okay, ich sollte einfach mal die Verhandlung starten. Moment. Das hier hingekriegt. Manchmal frage ich mich, wie ich bestimmte Dinge hinkriege. Arme Stift. Eingequetscht in der Ritze. Deklar. Oh Gott. Ah ja, weitermachen. ÖVP-Neos. Speyer. Beispiel vor Alltag. Wochen immer noch. Auf. Oh, hier waren wir auch. Stärkste. Ja, freue ich.
Vielleicht ein bisschen Keule rausholen. Die Keule wäre ja, wie wir spionieren würden, das tun wir nicht. Wir sind ja ehrenvolle Menschen. Aber ne? Werbung ist auch schon so eine Art Keule. Als die. Ach, ich bin. Passiert schon mal. Passiert schon mal. So ist das Leben. Wenn ich im Nationalrat sind, haben wir natürlich einige nach. 28 Burgenland, dann würde ich jetzt aber mal sagen, das für die erste Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Oh. Nee. Machen wir doch mal. ÖGR1. Österreich grün. Cool.